Moin moin, hallo und herzlich willkommen in Schönberg. Hier ist der Dre von The Nerd and Way of Life. Bei mir ist der Digi-Held von The Nerd and Way of Life. Guten Tag. Und meine Stimme geht gleich wieder. Ja, wir bauen eine Rakete. Entschuldigung. Ja, Digi baut eine Rakete. Ist das nicht geil? Guckt euch das Ding an. Guck mal, ich zeige auf dem Monitor. Könnt ihr das sehen? So, da habe ich ihn gezeigt. Genau da. So. Guckt da, wa? Ach, da gucken wir. Schönberg. Ich guck sogar selber. Wusstest du, dass es eine Stadt gibt, die Schönberg heißt? Nee. Krass, also ich wusste nicht, dass man die als Stadt bezeichnen würde. Schön. Vor allem Schön. Also mit einem N würde ich es ja verstehen, wegen Schön, weißt du? Aber mit M, Schön. Ach so. Okay. Schönberg. Interessant. Ergibt für mich keinen Sinn. Ja, aber da, ich möchte jetzt nicht die Leute dissen, die da jetzt wohnen. So. Also Deber disst du, aber die möchtest du nicht dissen. Okay. Ich weiß ja nicht, wo Deber wohnt. Ach, deswegen disst du ihn? Ja. Ah, was ist das für ein Scheiß? Wieso können wir keine Munition herstellen? Wir brauchen Magnesiumpulver. Ja. Wieso kann ich schon wieder nicht darauf zugreifen? Auch Digi, dieses Spiel, ne? Nicht nett, so. Kann ich auf gar nichts zugreifen? Doch. Immer auf das, wo ich vorstehe, oder was? Tatsächlich. Hä, das ging doch eben auch. Wie soll ich denn so konstruieren? Wieso heißt das eigentlich nicht Space Constructor? Vielleicht hätten wir irgendwie mal einen Neustart machen sollen. Also du. Ja, wenn das hier jetzt gleich gar nicht geht, dann mache ich das auch. Okay, gut, dass hier noch Metallgerüste liegen. Genau, also während der Digi da hinten an dem Schleudersitz baut, der uns ins Weltall katapultiert. Ja, Schleudersitz. Das ist, ich glaube, das Ding, das sollten wir so nennen. Schleudersitz. Finde ich cool. Cool. Bin ich dabei, etwas zu bauen, was uns das Bauen des Schleudersitzes erleichtern soll? Genau. Nun. Wer schon mal ein bisschen was gesehen hat von uns, weiß, das kann nur gut gehen. Ja. So, und ich komme nicht an die Ressourcen. Ich weiß nicht, wie viele Teile wir haben, die heißen ein Schiff in 20 Minuten. 4, glaube ich. Und jetzt könnt ihr euch mal fragen, ne? Schreibt es in die Kommentare, wer die richtige Lösung weiß, wird namentlich erwähnt. Haben wir 4 Schiffe gebaut? Oder haben wir 4 Folgen lang ein Schiff gebaut? Ja. Chef. Du schnippst so mit den Fingern. Hier. Wieso haben wir nicht genug Energie? Nimm mich dran. Ja, das wollte ich. Fuck, ich wollte gerade sagen. Unsere Station ist stromlos. Chef, unsere Station ist stromlos. Was? Ja, we are out of power. No more power in the house. Alter, das ist aber sehr ungünstig jetzt. Ja, nicht so gut auch, ne? Das ist richtig kacke, glaube ich. Wieso haben wir denn kein Opium mehr, wollte ich sagen? Wieso Opium. Haben wir denn kein Uran mehr? Wann ist das passiert? Wieso überhaupt Uran? Ich denke, wir haben Strom mit Batterien und so. Ja, aber nicht in der Nacht. Also, ich weiß nicht, hast du irgendwie eine volle Batterie gesehen? Ich nicht. Ich habe gar keine Batterie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich dachte, das würde mit Batterien laufen, weil ja hier Solarpanels sind. Ja, am Tag. Ja, die dann die Batterien aufladen. Batterien werden aufgeladen. Ja, aber hast du ja schon mal Batterien gesehen? Nein, aber ich habe ja auch die Assembler und das alles nicht gesehen bis vor ein paar Folgen. Ja, aber wir haben hier tatsächlich eine Batterie und die ist leer. Wir haben eine Batterie für die ganze Station? Ja. Wieso ist die denn leer? Bauen wir eine neue? Fuck, was machen wir denn nu? Ja, Uran besorgen. Habe ich in meinem Transportschiff. Oh Gott, wie das Ding ist aus. Warte mal. Stimmt, genau, wir können die Raumschiffleichen flattern. Das klingt grausam, das gefällt mir, bin ich dabei. Achso, jetzt komme ich natürlich nicht ans Uran ran. Doch, hier. Also müssen wir Uran sammeln, oder was? Das ist ganz, ganz ärgerlich. Oh, mir fällt was ein, ich möchte eine Kanalempfehlung aussprechen. Und zwar kann ich euch nur empfehlen, euch mal Nerdy Timber anzugucken. Das ist ein Typ, der macht hauptsächlich aus Holz, aber nicht nur. Aus Spielen und Serien und so macht der, wie nennt man das? Requisiten. Oder zum Beispiel hat er links Schwert, links Schild, also von Zelda, gebaut.
Er hat den Iron Man Helm gebaut aus, ich glaube aus Pappe und aus GFK oder irgendwie sowas. Mhm. Das klingt super. Das klingt ja sehr, sehr interessant. Habe ich auf jeden Fall sehr gerne geguckt. Ist leider, es ist nicht so wahnsinnig viel, was er da hat. Ist natürlich sehr zeitaufwendig. Also einmal pro Woche kommt eigentlich immer ein Video raus. Ist ganz geil. Und er macht das auch ganz gut. Auch erst ein knappes Jahr so. Oh, Scheiße! Gegengeflogen? Naja, ich habe mich nur halb. Ich habe es nur halb getroffen. Ich habe mich nur halb aufgeschlitzt hier. Wo haben wir denn eigentlich den Reaktor? Also hier sind ja 4 Stück, ne? In dem Constructor kann sein. Wieso ist die Batterie jetzt rot? Ich habe alle Haken rausgenommen. Der Dewe hat ja mal in den Kommentar geschrieben, wie man das benutzt. Ja. Und das fand ich voll cool. Und dann habe ich das halt irgendwie mir aber nicht aufgeschrieben. Und jetzt weiß ich das nicht mehr, wie das... Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Mann, wir sind aber auch echt eine Nummer blöd, ey. Das ist... Nein. Stimmt. Ich nicht. Das ist, ich musste das sagen. Steckt dein Selbst. Steck dich. Ja. Wieso komme ich denn nicht an die ran? Wo ist denn jetzt der... Was ist das hier unten? Was sind das? Sammler? Nee. Ja, was ist das? Was bist du? Zeitschaltuhren. Wieso sind hier unten denn Zeitschaltuhren? Okay, wie nehme ich das aus? Ich mache mein Metier. Jetzt könnt ihr auch noch mit Fremdworten auskennen. Ja, ja. Shit, Alter. Okay, ich habe jetzt 9 Uran Oh, Fireflies! Fireflies! Ah! Oh, finde bitte nie wieder Fireflies. Wo sind die Reaktoren? Ja, ich weiß auch nicht. Wie, hast du die noch nicht gefunden? Nein, ich suche vergebens. Aber du suchst doch schon eine Stunde. Mindestens. Ich weiß nicht, ist das, das sieht aus wie ein... Ich kann ja rangehen. Hier ist ein Hydrogentank tatsächlich. Das ist ja geil. Ah, oh, cool. Wir haben also einen Hydrogentank. Ja. Ich flieg jetzt mal eine Stunde auf den Kopf. Eine ganze Stunde? Oh Gott, ich bin bestimmt schon 2-mal dran vorbeigelaufen. Mindestens 2-mal. Ja, ja. Warte, was ist das hier? Das ist das nicht. Wieso sind eigentlich hier Timer dran? Kann mir das mal jemand mal sagen? Das würde mich interessieren. Warum sind an der Landeplattform Timer? Jetzt kriege ich aber Kopfschmerzen. Doch, wir haben auf jeden Fall Reaktoren. Ja, natürlich haben wir Reaktoren. Sonst wären wir ja irgendwie, hätten wir ja keinen Strom. Nachts. Wir könnten natürlich auch warten, bis es Tag wird. Ja. Ach, das ist die blöde Scheibe. Jetzt kriege ich die Tür nicht auf. Ha, macht nichts, siehst du auch. Das ist gut. Ich habe einen Hydrogentank gefunden. Und direkt gegenüber, da ist der Reaktor. Nee. Scheiße, ist nicht drauf reingefallen. Nee. Ich sehe keinen Reaktor. I see. Vielleicht haben wir deswegen keinen Strom. Weil es keine gibt. Vielleicht ist der irgendwie... Puttgang. Es gibt keinen. Wir haben keinen. Wir wurden mit Batterien betrieben. Das ist richtig ätzend. Das hat echt funktioniert. Scheint so. Und dadurch, dass jetzt ein paar Gatlings dazugekommen sind... Obwohl, die haben ja auch nicht geschossen. Die waren ja einfach nur da. Ich hab die Idee. Wir leuchten mit der Taschenlampe auf die Solarzellen. Gute Idee. So. Leuchte! Und? Geht nicht. Hätte ich doch bloß mein Wetterballon mit den Lampen nach oben geschickt. Ja. Warte mal, du hast doch irgendwo Glühwürmchen gefunden, ne? Los, wir holen uns ein paar Glühwürmchen und schmeißen die gegen den... gegen die Solarpanel. Super. Glühwürmchen. Der habe ich wahrscheinlich ausgeschaltet. Oh, nee, und schon wieder rennt er gegen die Scheibe, wie doof, ey. So. Oh shit, ich muss lieber zurück, bevor kein Hydrogen mehr am Start ist. Wo bauen wir denn jetzt hin? Jetzt müssen wir einen Reaktor bauen, Alter, für eine Station. Weißt du, wie kacke groß und kacke viel Ressourcendings das Ding hat, ist? Ja, weißt du, was das größte Problem daran ist? Dass wir nicht an die Ressourcen. Wir kommen nicht an die Ressourcen ran. An die Ressourcen? Ja.
Wieso nicht? Weil die Förderleitung nicht funktioniert. Ja, du kannst es doch direkt aus den Dingern holen. Oh Gott, ja. Oh Gott. Oh, wir müssen warten, bis es Tag wird. Scheiße, wo setzen wir das Ding denn hin? Ja, hier. Da, wo du stehst? Oh. Reaktor groß, oder? Mhm. Er ist so wahnsinnig groß. Das ist ein großer Reaktor. So wahnsinnig groß, komm schon. Der kann nicht so groß sein. Und? Oh Gott, naja. Oh. Ich finde, der ist süß. So. Gut, Motoren und Herstellungskomponente sind schon mal durch. Ja. Jetzt brauchen wir noch 300 Stahlplatten. Und nur noch 2000 Reaktorkomponente. Kein Thema. Und das müssen wir nur noch rausfinden, in welchem scheiß Container. Jetzt ist mein Hydrogen leer. Ich glaube, Reaktorkomponente könnte ich sogar finden. Wenn ich sie gefunden habe, sage ich Bescheid. Small Cargo Container 9. Sag mal, piep. Oh nee. Jetzt komme ich nicht mal mehr an Hydrogen ran. Oh nee, jetzt kommt irgendwie hier Miri mit intelligenten Statements. Oh nein, jetzt nicht sowas. Vielleicht sollte die alles an der Station abschalten, was gerade nicht benötigt wird. Oh, danke. Weißt du, da. Also wir haben ja tatsächlich. Ich habe 5 Reaktorkomponente, nur noch 1995, Entschuldigung. Wir haben, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Batterien haben wir. Ja, anscheinend zu wenig, ne? Ja. Es kommt immer wieder irgendwas Neues dazwischen. Jetzt wollen wir die Rakete bauen. Nö. Nö. Kümmert euch erstmal um den Scheiß. Und dann habe ich ja noch alles hier mit Licht, ne? Ausgestattet hier. Innenbeleuchtung haben wir sehr viel. Ich meine, ich könnte das jetzt alles ausstellen, aber nö. Wo ist denn jetzt hier? Wo ist denn jetzt hier? Container 9. Nun. Hier nicht. Ich habe mir den mal auf den HUD einblenden lassen, aber das funktioniert immer nicht, weil die Antenne jetzt auch aus ist, ne? Das ist natürlich dann auch. Das wird immer besser. Ja. Schade, ne? Schade. Ja. Das wäre der Plan gewesen. Ich weiß, wo es Wasserstoff oder Sauerstoff, weiß ich jetzt nicht genau. Und Munition gibt es hier. Container 2. Ist der Sauerstoff oder Wasserstoff? Container 10. Oh, Container 10. Ja, ja, ja. Ich weiß es nicht genau. Container 2. Wieso? Hä? Da war ich doch gerade schon. Energiezellen braucht man dafür nicht. Was? Du willst Energie zählen? Energie zählen, ja. Fuck, wann wird denn das wieder Tag, Alter? Energie 1. Es kann ja noch nicht so lange Nacht sein. Das ist Energie scheiße. 2. Könnte man nicht erstmal einen kleinen Reaktor bauen und da dann. Nee. Das wäre vernünftig. Nein, nein, das machen wir nicht. Container 2. Wieso ist denn da schon wieder Container 2? Das ist mir irgendwie so ein bisschen unheimlich. Ich. Container 9! Ich hab dich gefunden! Da! Bitte geh nie wieder weg. Bitte bleiben Sie hier. Ich nehme alles mit. Ich werde jetzt die Basis zerlegen. Tut mir leid, aber es ist nötig. Nein! Oh, was habe ich getan? Das Ding ist schon fast fertig. Ja, ich, Stahlrohr groß. Stahlrohr groß. Guck mal hier, Stahlrohr groß. Es funktioniert nicht. Scheiße. Wo ist denn das Hydrogen gelagert? Das ist doch uninteressant. Das ist ein Oxygengenerator 2 natürlich. Mhm. Wieso ist das uninteressant? Weil wir das nicht. Das ist Oxygen Generator 2. Miri hat geschrieben, über das Allgemeinkontrollfeld wird euch kein Reaktor aufgelistet. Das ist ja witzig. Ich meine dumm. Was? Ich weiß nicht. Irgendwie tut das weh. Nein, nein. Was brauchen wir jetzt nochmal? Große Rohre. That's Pride. Fuck Pride. Ich komme da nicht hoch.
Wie, große Rohre? Nein, große Rohre sind auch schon durch, oder nicht? Nee, kleine Rohre waren durch. Große Rohre, genau. Aber ich finde keine großen Rohre. Haben wir keine großen Rohre mehr? Es gab keine kleinen Rohre. Weiß ich nicht. Ich guck mal auf meiner Seite. Ich würde gerne hinfliegen, aber ich habe kein Hydrogen. Dann musst du zum Oxygen-Dings da. Ja, ich finde. Wo denn? Tell me. Kannst du dir anzeigen lassen. Ja. Der ist doch hier, da bist du doch dran vorbeigelaufen. Der ist doch hier im Raum. Ja, aber welcher davon? Das ist doch Oxygen. Du brauchst doch Hydrogen. Das ist der hier. Ja, das Ding ist, hier ist ein Hydrogen-Tank. Hier. Wo ist jetzt schon wieder hier? Ne, hier auch nicht. Wo ist er denn? Hä? Habe ich den nicht gerade die ganze Zeit gesehen? Hier ist ein bisschen Sauerstoff, das bringt uns nicht so viel. Naja, hier ist der große Hydrogen-Tank. Das ist er doch, das ist er doch. Ja, aber das bringt uns nichts. Warum nicht? Weil da nichts drin ist. Doch, der ist doch voll. Ja, ich habe eben Hydrogen-Buddel reingepackt und es hat nichts gebracht. Wahrscheinlich kann er die nicht befüllen ohne Strom. Der soll ja, nimm doch volle, da sind doch irgendwie keine Ahnung. Da sind keine vollen drin. Doch. Da ist nichts drin. Doch. Nein. Doch. Da kannst du noch so viel schreien. Hier, ich habe diesen abgebaut. Ah, es gibt sogar zwei oder was? Also hier ist Oxygen Generator 2. Und da sind irgendwie, keine Ahnung, wie viel Butteln drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das sehe ich selbst. Aber mal, wo ist das? Ne, da wo halt der Oxygen Generator 2 ist. Wetten, das ist einer von denen da oben oder sind das Tanks da oben? Sieht aus wie Tanks. Tanks, ne? Guck mal da an der Seite, da kommen wir noch ran. Ja, bitte, ich versuch's. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Aber das ist ja auch der Einer. Hä? Warte mal. Ja, vor allem ist das der Tank und nicht der Generator. Ja, aber wir brauchen ja auch den Oxygen. Wir brauchen ja gar nicht den Hydrogen. Was? Ja. Wieso such? Das ist doch deine Sorge. Ich hab doch Wasserstoff. Kannst du mal Wasserstoff finden? Ich versuche den Reaktor in Gang zu kriegen. Ja, den kriegen wir nicht in Gang, weil wir keine Reaktorkomponenten haben. Komponente. Keine. Natürlich. Aber wir können auch irgendwie den Dings auseinanderschweißen da hinten. Ja, genau, die kleinen Schiffe, aber ich renne doch jetzt nicht zu jedem scheiß Schiff hin, Alter. Mimi. Oh, scheiße. Was hat Mimi jetzt damit? Ach, Miri heißt sie ja. Nee. Your health is low. Das auch noch. But your IQ is high. Na, ich bin mir da nicht so sicher. That's all what matters. And nothing else matters. Was ist hier los? Mhm. Da liegt ein Lüfter auf der Seite. Alter, also eigentlich, weißt du, was das Schlimmste ist, was jetzt passieren könnte? Wir werden angegriffen. Ja. Da hast du allerdings vollkommen recht. Das wird gleich passieren. Wo sind denn hier? Hier waren noch irgendwo Ruinen. Eines. Da. So tief ist das Ding abgestürzt. Das ist aber hart. So, mal gucken, was da so drin ist. Ich fand das total cool. Wir haben wieder eine Aufgabe. Wir haben wieder Lösungen. Du hast doch einen großen Reaktor. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber am Bohrturm. Was? Oder nicht? Nein, das ist ein kleiner. Ach, scheiße. Ey, bauen wir jetzt echt einen kleinen erstmal, ne? Dass wir den zu laufen gekriegt haben hier. Was? Oder was sagst du? Ja, vielleicht wirklich, ja. Vielleicht nicht so doof. Der spricht natürlich allem, was. Oh, ich hab Hydrogen gefunden. Das ist ja geil. Pass mal, es fliegen gleich die ganzen Materialien weg, weil ich voll bin. Hast du noch Platz in der Platte? Nee. Na super. Na super! Wieso kann ich da jetzt nicht drauf zugreifen? Oh Mann! Gib mir das! Hast du denn jetzt schon irgendwie dein Hydrogen gefunden? Ja, ich habe hier nämlich einen Rucksack gefunden. Da sind zwei Buddeln drin, aber ich komme nicht ran. Was? Ich kann sie nicht rübernehmen. Brauche ich dafür Strom oder was? Keine Ahnung. Aber du darfst jetzt nicht sterben. Das ist dir klar, ne? Wenn du stirbst, bist du im Arsch. So richtig. Ja. Gefickt, Alter. Ja. So richtig gefickt, weil dann haben wir nämlich, du kannst nämlich die Krankenstation nicht. Ich kann nicht respawnen. Genau. Well, come. Fuck. Das nervt mich. Da ist ein Rucksack mit zwei Hydrogen-Flaschen. Such doch einfach irgendwie die zweiten Dinger da.
zweiten Dinger da. Also bauen wir jetzt erstmal einen kleinen Reaktor, ja? Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ach scheiße, jetzt habe ich alles rausgenommen. Wir brauchen trotzdem noch, große Rohre. Ich verstehe nicht, warum. Wir brauchen noch zwei große Rohre. Das sollten wir aber hinkriegen. Hab ich. Ja, Reaktorkomponenten. Und das war's dann. Wie kriegen wir jetzt diese scheiß Reaktorkomponenten? Von deinem Reaktor. Ja. Vom Bohrturm. Ja. Aber ich hab nur noch... Ich hab nicht mehr so viel... Na. Ich hab gar nichts mehr. Ha, na, du findest ja auch nichts. Such doch mal ein bisschen. Fuck you, ich hab grad die Stahlrohre rangeschafft. Ja, ich hab gerade den ganzen Scheiß gebaut. Manno. Ja, weil ich unterwegs war und gesucht habe. Ja. Wie soll ich denn das eine machen, wenn ich das andere mache? Wie viel sind denn das hier? Ach, genau 100. Wie, du hast da sogar noch Komponente, oder was? Naja, in dem Reaktor. Du hast den Reaktor... Okay. Willst du die Folge beenden? Naja, gleich, wenn ich hier, Na gut. Nein! Das ist so scheiße, Juli. Ich pack mal ein bisschen Uran rein, ja? Ach, du hast auch Uran? Jo. Pack ran, Licht an. Boom! Ja, siehst du. Wer wollte den großen bauen? Welcher Idiot? Zeig mir den mal. Wir. So. Ja, super. Tja, gelöst. Alter, wir sind die Besten. Wir lösen Probleme. Ha? Dafür sind wir doch auch bekannt, oder was? Total unwitzig und so. Wir wollen nicht witzig sein, wir wollen Probleme lösen. Hallo. Ich habe mal eben 2000 Reaktorkomponenten in Auftrag gegeben, damit wir dann gleich mal ein paar Reaktorkomponente benutzen können, um damit Reaktoren zu bauen, einen großen Reaktor. Das ist gut. Dann werde ich auf Uransuche gehen. So, wir müssen dann erstmal das Solarproblem lösen, glaube ich. Das auch noch. Und die Folge beenden. Mir hat auch geschrieben, ihr könnt euch ja hinsetzen und den Sonnenaufgang genießen, dann gibt es auch wieder Strom. So, ne? Jetzt wolltest du natürlich die ganze Zeit reden, weil du hast dein Helium wieder geschnüffelt. Ja, sag mal was. Nö, jetzt ist wieder vorbei. Das geht echt fix. Ja. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Teil. Viel Spaß noch auf YouTube und tschüss.